nichts mehr zu sagen. Nee. Okay. Leute, ich bin heute im Ice Cream Mood. Und zwar habe ich gestern bei Rewe Center, wenn ihr das Video zum neuen Cremissimo Vegan Haselnuss Schoko gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich rede, noch ein neues Cremissimo gefunden. Und zwar diese kleinen gibt es jetzt wieder. Die gab es ja vor Jahrzehnten, nein, nicht Jahrzehnten, vor Jahren. Ich weiß noch, als so meine Eisleidenschaft angefangen hat, auch hier auf YouTube, da gab es die noch. Auch in Erdbeer und alle möglichen anderen Geschmacksrichtungen. Jetzt gibt es das erste, was ich gesehen habe, das hier. Es gab nur diese Sorte. Ich weiß nicht, ob noch mehr rauskommen. Wenn ihr es wisst, kommentiert es gerne. Und zwar Pekannuss-Karamell. Ich bin an sich nicht so ein Riesenfan von Pekannuss, aber ich mag es auf jeden Fall mehr als Walnuss. Und da steht Pekannuss-Karamell mit karamellisierten Pekannuss-Stückchen. Und es sind 118 Gramm, 200 Milliliter. Unilever auch wieder hergestellt. Klar ist Cremissimo. Wir haben Vanilleeis, also Eis mit Vanillegeschmack, also wahrscheinlich kein richtiges Vanilleeis. Dann 11% Soße mit Karamellgeschmack, also auch keine richtige Karamellsoße, sonst würden sie es so nennen. Und karamellisierte Pekannussstückchen, also echte Pekannussstückchen, weil sie nennen es Pekannussstückchen. 1%, das ist natürlich nichts dafür, dass das Eis Pekannusskaramell heißt. Ist 1% Pekannuss, ja. Vor allem sind es 1% karamellisierte Pekannussstückchen, also mit Zucker. Das heißt, der Anteil an eigentlicher Pekannuss ist sogar unter 1%. Das ist schon echt krass. Aber gut, wir haben erst Zutaten, Rahmte Milch, dann Zucker, dann Wasser, dann Dextrose, was auch Zucker ist, Glucose, Fructose, was auch Zucker ist, Kokosfett, wahrscheinlich um Sahne zu sparen, danach Rahm, was Sahne ist, Magermilchpulver. Jetzt, ha, ich hab's richtig gehabt, 0,6% Pekannüsse. Also von den karamellisierten Pekannussstückchen sind 40% Zucker. Dann noch Farbstoffe, Emulgatoren, der ganze andere Gedöns. Butter ist auch drin, aber als letztes Zutat, also richtig wenig, wahrscheinlich in dem Karamell-Geschmackssoßen-Ding. Ja, ich habe dazu nicht viel mehr zu sagen, das wird eine kurze Review. Neu steht drauf, bei Rewe, wie gesagt. So schaut's aus. Ich glaube, das war dann alles, was wir an Pekannuss bekommen, das, was da oben drauf ist, weil obviously hier unten kommt gar nichts und da kommt auch nichts mehr in Soße. Also, I don't, come on, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben 11% von, 17% von der Soße. Die muss doch da unten noch irgendwo sein. Ich finde schon ein bisschen frech. Naja, wir haben übrigens pro Ding 120, 100 Milliliter sind 59 Gramm. Das sollen zwei Kugeln. Okay, wir haben 200 Milliliter, 118 Gramm. Dann sind das zwei sehr kleine Kugeln. Ich bin echt ein bisschen voreilig heute, dass der immer noch der Zuckerschock der anhält. Ich verspreche, das nächste Video wird anders, weil dann hoffe ich, habe ich die ganzen von heute hochgeladen und bin ein bisschen weniger voreilig. Wir probieren jetzt einfach mal. Ach, die Kalorien wollte ich euch noch sagen. 100 Gramm angegeben, ich glaube, das ist dann am besten. 203 Kalorien, 7,3 Gramm Fett, 32 Kohlenhydrate, 30 Gramm Zucker und 1,9 Gramm Eiweiß. Also viel Eiweiß ist hier auf jeden Fall nicht drin. Aber okay. Ich probiere jetzt Vanilleeis. Ist so luftig. Das schmeckt einfach nur wie Sahne. Ja, schmeckt wie Sahne. Gut, Karamellsoße. Soße mit Karamellgeschmack. Schmeckt halt noch nicht viel. Okay. Ja, die karamellisierten Pekannüsse sind ganz geil. Schmecken nach Pekan, schmecken nach lecker karamellisiert, haben ein gutes Aroma. Der Rest schmeckt einfach nur süß. Die Soße schmeckt ein bisschen nach Aromakaramell und sonst noch nicht viel. Das Eis schmeckt überhaupt nicht nach Vanille, sondern einfach nur nach einem süßen Sahneeis, was extrem luftig ist. Kann man auch einfach nicht essen. Also, ich bezweifle, dass ich danach glücklicher wäre als vorher. Dann kauft man nicht Eis, um glücklich zu sein. Also, ich mache das zumindest, weil Zucker und so, ne? Und jetzt kommt da noch so ein bisschen Soße unten drin. Nee. Sorry, geht schnell heute. Nee. Habt ihr es probiert? Ich habe nichts mehr zu sagen. Nee. So, ich habe noch ein neues Cremissimo Eis und zwar das Triple Choc. Und nicht wundern, es wurde schon mal aufgemacht. Ich habe das nämlich, wir teilen das jetzt immer so ein bisschen, weil es sonst so viel Eis zu kaufen gibt, von der Limerike bekommen. Und es ist so lustig, weil einen Tag vorher hatte ich es selber bei Rewe in der Hand, war so, oh, kaufe ich es mir oder nicht? Und dann dachte ich, oh nee, ich sage euch dann einfach im Video zu dem Karamell-Pekan-Eis, dass ich es mir nicht geholt habe, weil mich das Karamell-Pekan so enttäuscht hat. Und dann hat sie es mir mitgebracht, natürlich mega, mega cool.
Und es heißt Triple Choc, weil es mit drei Schokoladensorten ist. Yay! Vollmilch, dunkler und weißer Schokolade. 110 Gramm, 200 Milliliter Unilever auch wieder. Und hier steht Milchschokoladeneis und Schokoladeneiscreme mit Schokoladensauce 7% und 1,5% Schokoladenstückchen. Also wirklich auch wieder nicht viel. Zutaten seht ihr, erste Zutaten, Rampte Milch, Zucker, Dextrose, Wasser, Glukosesirup, Butterfett und so weiter und so fort. Ich schaue jetzt nur mal, ob da irgendwas von Schokolade noch steht. Wir haben 1,5% Kakaopulver, Kakaobutter 1%, Kakaomasse 0,5%. Ja, also viel Schokolade haben wir hier nicht. So, und so schaut's aus. Ist auf jeden Fall wieder super luftig. Und ihr seht schon, ja, das soll dann... Schokoladeneis? Wir haben Milchschokoladeneis und weiße Schokoladeneiscreme. Und dann noch Schokoladensauce und eben diese kleinen Stückchen. 117 Kalorien auf 100 Gramm, 9 Gramm Fett, 30 Gramm Kohlenhydrate, 28 Zucker und 3,4 Eiweiß. Also diese kleinen Stückchen sind nur die hier oben drauf. Da unten drin ist gar nichts. Ich weiß nicht, ich probiere es nochmal. Schmeckt das ja auf jeden Fall nicht nach weißer Schokoladeneiscreme. Auch nicht, also eher nach einfach nur einem Sahneeis, aber mit einem komischen Nachgeschmack. Auf jeden Fall nicht nach weißer Schokolade. Schmeckt echt nicht gut, das Helle. Das brauchen wir mal das Dunkle. Ja, schmeckt ein bisschen besser, aber schmeckt auch nicht nach Schokoladeneis. Es ist einfach zu wenig Kakaopulver drin, dass es wirklich als Schokoladeneis schmeckt. Und das sieht einfach wie die typische schwarze Schokoladensauce aus. Mhm. Und so schmeckt sie auch. Und das hier ist ja einfach nur wie Raspelbackschokolade. Nothing special. Aber, ja, kann man machen. Aber absolut kein Eis, was ihr euch kaufen müsst, meiner Meinung nach. Also, nada. Nee, nein. Dann habe ich auch noch von der lieben Rieke bekommen Mango Maracuja. Und das war auch, ich habe das einen Tag vorher gesehen und habe auch echt überlegt, ob ich es hole. Und dann war ich so, boah, ich glaube, euch würde es schon interessieren. Es sieht auch irgendwie so schön aus. Aber ich mag Maracuja nicht. Mango-Joghurt schon, aber es hat nichts mit Stückchen. Dann habe ich es gelassen. Aber ich muss sagen, das Design gefällt mir schon richtig gut. Also was heißt richtig gut? Sieht einfach sommerlich aus. Nicht so, dass ich meine Wand so streichen würde. Habt ihr es schon probiert, das hier? Schreibt es mal drunter. Weil ich weiß nicht, ob viele von euch das euch sich auch kaufen würden. Also vielleicht. Schätzt euch bisher nicht so ein, aber ist also gar nicht schlecht gemeint oder so. Auch hier schon die neue Verpackungsgröße mit 825 Millilitern, 466 Gramm, ist ja kleiner geworden. Wir haben hier auf 100 Gramm 158 Kalorien, also deutlich niedriger als bei dem Schokoeis. 3,5 Gramm Fett, 29 Kohlenhydrate, 24 Zucker und 1,5 Eiweiß. Das ist wirklich richtig wenig Eiweiß. Das wahrscheinlich daran liegt, dass es auch zum Teil ein Sorbet ist. Und zwar haben wir hier Joghurt-Eis oder Eis mit Joghurt. Also wahrscheinlich so wenig Joghurt, dass man es nicht Joghurt-Eis nennen darf. 30% nämlich nur. Dann haben wir Mango-Maracuja-Sorbet und 11% Maracuja-Soße. Ja, also haben wir schon, erst Zutat ist Wasser, dann erst 13% Joghurt. Also alle, die sich immer beschweren, dass veganes Eis nur aus Wasser und Bindemitteln besteht, nope, nicht nur veganes Eis, nur so am Rande. Dann kommt entrahmte Milch, dann Zucker, dann Glucose, Fructose-Sirup und Dextrose, auch beides Zucker, dann nochmal Zucker, nämlich Glucose-Sirup, dann 3% Mangopüree, Kokosfett, auch hier wieder, statt Sahne nimmt man Kokosfett, auch nicht nur im veganen Eis, hint, hint. 1,5% Maracuja-Sorbet, also wir haben insgesamt für Püree 4,5% Frucht plus nochmal 1% hier. Also 5,5% Frucht in dem ganzen Eis, dafür, dass es so bunt ist und als erstes Mango-Maracuja heißt. Ja, ne? Ich glaube, ich brauche nicht mehr viel dazu sagen. Limited Edition, Mango-Maracuja-Joghurt. Und jetzt machen wir es einfach mal auf. Auch hier wieder, danke Rieke, dass ich schon probieren durfte. Ich probiere jetzt erstmal das Joghurt-Eis, oder dass ich es auch probieren durfte von dir. Ist wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen Mango dabei. Es schmeckt nur nach Joghurt. Es hat nicht diese saure Note, die ich finde, die ein Joghurt-Eis haben soll. Und ihr seht halt auch, wie krass luftig es ist. Schmeckt einfach wie ein Sahne-Eis, muss ich sagen. Aber ich kriege nicht diese säuerlichen Joghurt-Vibes, die ich finde, die es bräuchte, dass es so fruchtig ist. Wer das nicht mag, hey, keine Sorge, ist hier nicht. Das ist das Sorbet. Mango Maracuja. Ja, ist deutlich weniger cremig. Man merkt den hohen Wasseranteil. Übrigens, ne, dass hier erst Zutat Wasser ist, liegt natürlich auch daran, dass es ein Sorbet ist. Aber schmeckt gut. Nicht irgendwie künstlich. Aber die Soße ist halt wirklich eigentlich kaum vorhanden. Hier unten so ein bisschen. Ich muss sagen, geschmacklich gefällt mir das echt erstaunlich gut. Auch das hier schmeckt nicht so komisch wie in dem anderen, die weiße Basis. Kann man machen. Also mir ist halt zu langweilig. Aber als so, ich glaube, so ein richtiges
Sorry, typisches Fraueneis, sage ich nur, weil das war das ganze Eis, was in meiner Kindheit Frauenmamas im Freibad zum Beispiel immer genommen haben, erinnert. War's lecker.